Was öffentliche WLAN-Zugänge angeht, liegt Deutschland im Europavergleich noch ganz weit hinten. In Hannover können wir in der Innenstadt bereits im Gratisnetz surfen. Die SPD-Fahnenwalde List fordert nun den Weg raus aus der Internetwüste durch den Ausbau öffentlicher WLAN-Netze. Ermöglicht werden soll das Ganze durch die Teilnahme an dem EU-Förderprojekt Wi-Fi for EU. Ich freue mich heute, den Antragsteller und stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion Fahrenwald List hier im H1-Studio begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Bechini, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Genau, ich habe es ja gerade schon angekündigt, es gibt das Förderprogramm Wi-Fi for EU. Was genau ist denn das? Also wir haben davon auch aus der Zeitung erfahren und die EU hat dem Wunsch vieler Bürger nach öffentlichem WLAN jetzt Rechnung getragen und hat ein Förderprogramm aufgelegt von 120 Millionen Euro. Und mit diesen 120 Millionen Euro soll halt Technik bereitgestellt werden, die öffentliches WLAN ermöglicht. Okay, und warum ist öffentliches WLAN so wichtig? Nun ja, das ist eine gute Frage, aber wenn wir sehen, dass die Technik, also die Geräte, die Endgeräte, haben immer weniger Speicher und die Nutzung der Geräte benötigt immer mehr Speicher. Also, was ist die Lösung? Clouds. Und die Cloud-Technik heißt, wir werden megaweise von Daten in irgendwelchen Speichern extern abspeichern, Filme, Musik, Schriftstücke. Und um an die ranzukommen, muss man jedes Mal streamen. Und das kann man natürlich tun über seine Mobilfunk-Flatrate, aber da ist man ja, wie wir wissen, begrenzt in der Technik. Da hat man dann 1 Gigabyte mit einer guten Geschwindigkeit und danach wird es langsam. Und das ist auch teuer letztendlich, weil die Verträge kosten ja so zwischen 10 und 30 Euro, wenn man jetzt nur einen WLAN-Tarif nimmt für Endgeräte. Aber für Smartphone, da landet man ganz schnell bei 70 Euro. Und deshalb ist es absolut notwendig, dass es möglich ist, überall in der Stadt zu streamen, zumal die Technik ja auch so weit voranschreitet, dass wir mit unserem Smartphone zukünftig noch viele andere Dinge tun werden. Wir werden bezahlen, wir werden buchen. Wenn man mal ganz weit in die Zukunft guckt, dann werden wir uns vielleicht einen selbstfahrenden Bus mit einer App bestellen. Also ganz viele Anwendungen werden auf uns zukommen, wo man ständig das Netz benötigt. Und das muss dann auch vorhanden sein. Ja, aber gerade da gibt es ja auch Kritiker, zum Beispiel, also gerade in Bezug auch auf das öffentliche WLAN-Netz, die sagen, dass sie es nicht für vertrauenswürdig empfinden, weil man ja auch seine eigenen Passwörter eingibt in sein Handy und das kann ja auch gefährlich sein. Ist da was dran, oder? Natürlich ist da was dran. Also die Nutzung muss, sage ich mal, kritisch vonstatten gehen. Und es wird auch noch technische Wege geben, um die Daten zu verschlüsseln. In dem Artikel, den wir gelesen haben, stand drin, dass persönliche Daten nicht weitergegeben werden, weil der Betreiber halt über die EU läuft und keine, sage ich mal, kommerzielle Interessen dahinter stecken. Und das wäre vielleicht schon mal sichergestellt. Aber Sie haben völlig recht, wenn man WLAN nutzt, muss man wissen, dass man keine vertrauenswürdigen Dokumente heute übers WLAN schickt, aber die Verschlüsselungstechniken werden da in Zukunft auch noch irgendwelche Möglichkeiten bieten. Okay. Und die Teilnehmer des EU-Förderprojekts, die werden ja nach dem Windhund-Prinzip, also nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst verteilt. Haben wir da gute Chancen oder woran kann es noch scheitern? Ja, wie Sie sagen, also wer zuerst kommt, mal zuerst, wie man so schön sagt. Und 120 Millionen sind für die ganze EU jetzt auch nicht so viel, sodass wir das zum Anlass genommen haben, der Stadt Hannover, wenn sie es nicht selbst schon wusste, einen Hinweis zu geben. Und ab Ende 2017 ist die Bewerbung möglich. Und ich denke, wir sollten die Ersten sein, die dabei sind, sich zu bewerben. Und wenn wir den Zuschlag kriegen, umso besser. Okay, aber und gibt es, also vielleicht sind Sie da ja schon mal informiert, gibt es schon weitere Pläne in Bezug auf fortschreitende Digitalisierung im Raum Hannover? Wissen Sie da was? Also es gibt, Sie haben es in der Anmoderation gesagt, schon im öffentlichen Raum kostenloses WLAN. Ich glaube, das ist so zwischen Bahnhof und Lister Platz hat man schon mal so ein paar Punkte in unserem Stadtbezirk eingerichtet für kostenloses öffentliches WLAN. Das ist natürlich nur der Anfang. Es kann durchaus sein, dass die Stadt hier eine Digitalisierungsoffensive hat. Der Plan ist mir jetzt nicht bekannt. Aber unabhängig davon, es geht ja auch um die Mittel. Also
WLAN wird kommen. Ich bin auch überzeugt davon, Hannover wird da auch das ihre dazu tun. Und hier geht es einfach darum, hier ist ein Topf mit Geld und wir sollten das nicht rumliegen lassen, sondern sollten es nutzen. Und wir möchten es gern für unseren Stadtbezirk nutzen und haben ja daher auch ein paar Vorschläge gemacht, wo das ganze öffentliche WLAN installiert werden soll. Ja, das sind ja gute Aussichten. Herr Bechini, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Ja, bitte, gerne.